als Christian Hirschmeier, Dating-Coach, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Und ja, hier ist mal wieder eine Frage. Kannst du mir auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeship.de? Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass meine Ausbildung ja auch wieder losgeht Ende des Jahres zum Paar-Beratungscoach oder auch zum Coach oder also weiteres. Ich vermittle auch gerne ein bisschen, wie man mit toxischen Beziehungen umgeht, wenn man da Leute berät. Genau, findest du auf meiner Website oben unter dem Reiter Ausbildung. Und heute geht es um das Thema, ja, wie kann man jetzt problematische Verliebtheit mit einer nicht problematischen Verliebtheit, wie kann man das unterscheiden, weil man in diesen toxischen Beziehungen, sage ich ja immer, der Nachtisch kommt zuerst, ne? Man hat dieses Gefühl, also nie war ich so verliebt wie hier, nie war ich so sicher, das ist der Richtige, was hoffentlich gar nicht so ein Zeichen für Liebe ist, sondern also entweder ein Zeichen, das alte Muster reaktiviert werden aus der Kindheit so oder auch einfach ein Zeichen ist, dass man so einer subtilen Heiß-Kalt-Dynamik datet und das Dopamin nur so durch die Venen rauscht irgendwie. Genau, und zwar die Andrivkola schreibt, hey Hemschi, danke für deine Kurse und den Umsonst-Content, begleitet mich sehr und ist sehr hilfreich. Rückt mir immer wieder den Kopf zurecht, mich an meine Chance und Dealbreaker zu halten. Ich habe eine Frage, weil eine Sache verstehe ich so noch gar nicht. Einerseits sagst du oft, dass wenn man eine Person kennenlernt und der Blitz einschlägt, das richtig knallt und man total verliebt ist, dass die Person mit großer Sicherheit alte destruktive Muster an einem anträgert und das eigentlich erstmal ein schlechtes Zeichen ist. Auf der anderen Seite betonst du oft, dass es wichtig ist, vor allem als bindungsängstliche Person, dass man seinen Date sehr attraktiv findet und sagst immer wieder, dass es auch schon wichtig ist, dass man ordentlich verliebt ist, um dann in eine tragende Beziehung zu kommen. Wo ist der Unterschied zwischen Blitzeinschlag und richtig ordentlich verliebt sein? Vielleicht hast du ja Lust, ein Video drüber zu machen. Würde mich freuen. Ja, tatsächlich haben wir ja einen Test, einen Verliebtheitstest auf unserer Homepage. Ja, sowas gibt es. Der ist auch umsonst zugänglich. Müsst ihr euch nur für Newsletter anmelden. Findet ihr gleich auf der Startseite. Liebeship-Tests. Und ja, da gibt es eine Skala. Und wenn man dann den Höchstwert hat auf dieser Skala, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man so eine vielleicht zu doll verliebt ist, also macht den gerne mal den Test, wenn ihr da im Zweifel seid. Gibt auch noch so einen Persönlichkeitstest. Und ich blende aber hier mal ein Video ein über meine Sprachspur sozusagen. Und zwar ist dieses Video aus Temptation Island US, findet ihr auf RTL Plus. Also Mediathek, verlinkt das hier unten drunter mal. Das, wie ich das gesehen habe, wir gucken ja immer gerne die Sachen, habe ich gleich gesagt, das sieht aus wie eine Frau, die in diese Limerence, wie man das auch nennt, also diese, wo man förmlich, also ich kann ja der natürlich nicht im Kopf gucken, ich habe nur mich sofort daran erinnert gefühlt, wie ich das gesehen habe, deswegen dachte ich, blende das hier mal ein, so eine Frau, die, ja, wo man förmlich sieht, wie er das Dopamin wirklich durchs Gehirn knallt und also die, wenn man so völlig verstrahlt ist, sage ich mal, das ist natürlich ein schöner Moment, ne? Also das lieben wir natürlich auch. Aber so völlig verstrahlt ist und man merkt wirklich, wie die körpereigenen Drogen so zuschlagen, dann wird es halt kritisch, dann wird es gefährlich so. Ne? Dann kommt man in gefährliches Terrain, ist auch immer die Frage, ob man sehr in so einem Pluspol ist. Und ja, vielleicht könnt ihr in den Kommentaren ja auch nochmal Beispiele schreiben, wie man das so merkt, dass es so oder so ist. Aber man kann das tatsächlich lernen zu unterscheiden. Und ja, man sollte verliebt sein in einer sicheren Beziehung. Und um eben diese Bindungsangst zu vermeiden, wenn man jemand Sicheres datet, warum und wieso das überhaupt ein Problem ist, habe ich, glaube ich, oft genug gesagt, muss man jetzt nicht an der Stelle nochmal wiederholen. Sage ich auch, ja, ihr solltet einen attraktiven Menschen daten, damit man jetzt gar nicht so in diese Bindungsangst kommt. Aber, oder Bindungsvermeidung, sagen wir mal so besser. Aber man kann das tatsächlich lernen, dieses wirklich drogenartige Gefühl, so, wo man das Gefühl hat, so, boah, jetzt ballert die Droge aber richtig rein. Also man sagt sich natürlich, boah, jetzt bin ich aber so verliebt und jetzt dieser Moment und jetzt haben wir noch SEX und jetzt küssen wir uns und jetzt ist einfach der perfekte Moment und ist wunderschön. Ich will das auch niemandem wegnehmen, das Gefühl, aber das ist halt, wie mir Leute berichtet haben, die auch Koks nehmen, ist das gleiche Gefühl so letzten Endes, ne, dass diese Rezeptoren da halt ballern wie verrückt irgendwie, weil das Dopamin und noch andere Neurotransmitter wahrscheinlich da reinballern. Und man kann das identifizieren, dass man weiß, ah, das ist dieses Gefühl und zu sagen, das ist
macht auch gern, ich werde da auch gern so abhängig von, ist vielleicht nicht so gut, ich halte mich davon fern oder man beobachtet sich von außen, ah ja, oh wow, krass, jetzt ist es dieses Gefühl aufgetreten. Also man kann sich davon distanzieren und das auch lernen zu unterscheiden. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen klar. Sonst, genau, stellt mir gerne weitere Fragen über ein Formular auf liebeschiff.de, macht die fucking Kurse und dann kriegt ihr auch Ergebnisse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.